Es ist Bulletin der Russen Army Bamberg, 8. Oktober 1800, 6. mit Russen am 10. Juli. Abgeschlossener und unterzeichneter Friede, die mit England begonnenen und beinahe reife gebrachten Unterhandlungen hatte in Würden Schrecken erregt. Die unbestimmten, stets wachsenden Gerüchte, das Bewusstsein dieses Kabinetts gegen alle Mächte gefällt zu haben, welche es nacheinander verraten hatten, veranlassten es an die verbreiteten Gerüchte zu glauben, dass einer der geheimen Artikel des mit Russland abgeschlossenen Vertrags dem Prinzen Konstantin Polen mit dem Titelkönig den Kaiser von Österreich als Entschädigung für den österreichischen Teil von Polen Schlesien und dem Konen von England, Hannover Geber. Es überredete sich endlich, dass diese drei Mächte mit Frankreich einig gingen und dass diese Übereinstimmung Preußen mit einer unmittelbaren Gefahr bedrohte. Preußen hatte sich schon von längerer Zeit gegen Frankreich manches Unrecht zu Schulden kommen lassen. Es hatte zu Rüste gerüstet, um unsere inneren Schwierigkeiten zu benutzen. Man sah es herauf, die Waffen in dem Augenblick ergreifen, als der Herzog von York in Holland einfiel und während des letzten Krieges rüstete es nochmal, ob es gleich keinen Grund zur Unzufriedenheit hatte und unterzeichnete am 1. Oktober 1805 jenen bedrückten Potsdamer Vertrag, der einen Monat später durch den Wiener Vertrag ersetzt würde. Es fällte gegen Russland, welcher nicht vergessen kann, dass der Potsdamer Vertrag nicht wohl sorgen und der Wiener Vertrag bald darauf geschlossen wird. Seine Verschuldungen gegen den deutschen Kaiser und das deutsche Reich sind zahlreicher und älter und wären jederzeit bekannt. Es stand immer mit dem Reichstag in Opposition, wenn das deutsche Reich Krieg führte, lebte als mit dessen Feinden in Frieden. Niemals würden seine Verträge mit Österreich versorgen und sein beständiges Bestreben ging dahin, die Mächte zum Krieg zu reisen, um beim Frieden die Früchte seiner Geschicklichkeit und ihrer Siege zu ernten. Diejenigen, welche dafür halten mochten, dass so große Unbeständigkeit von einer menschlichen Schwäche im Charakter des Fürsten herrührte, würden sich in einem großen Irrtum befinden. Seit 15 Jahren ist der Berliner Hof ein Kampfplatz, in welchem sich die Parteien bekämpfen und abwechselnd siegen. Die eine will den Krieg, die andere den Frieden. Das geringste politische Ereignis der unbedeutendste Zufall setzte die eine oder die andere in Wort, Heil und Mitte unter diesen entgegengesetzten Leidenschaften mitten unter diesem Labyrinth von Intrigen schwankte der König hin und her, ohne jedoch auszuhören, ein ehrlicher Mann zu sein. Am 31. August kam ein Kurier des Herrn Marchese von Lucchesini nach Berlin und fragte in den bestimmtesten Ausdruck die Versicherung jener vorgelegten Bestimmungen, nach welchen Frankreich und Russland durch den Vertrag vom 20. Juli übereingekommen wären, das Königreich Polen wieder herzustellen und Schlesien von Preußen auszutrennen. Die Kriegspartei
Gerrit Hauserwald in Feuer. Zitat der Verschlichen. Einzig des Konen Gewalt an. Für Sicurie würden in einer Nacht abgeschickt und man griff so den Waffen. Die Nacht kriegte dieser plötzlichen Ausbruch gelängst am 20. des nämlichen Monats. Nach Paris. Man bedauert einen zu Hause getauschten Bundesgenossen. Man gab ihm sogleich verstehte Erklärungen und zu Sicherungen. Und da ein offenbarer Irrtum der einzige Beweggrund zu diesen unerwarteten Rüstungen war, hoffte man, dass Überlegungen dieser wenig so begründeten Aufführungen beruhigen würde. Indessen wurde der in Paris unterzeichnete Vertrag in Petersburg nicht ratifiziert und Mitteilungen aller Art ließen Preußen bald erkennen, dass der Herr Marchese von Lucchesini seine Nachrichten in den verdächtigsten Versammlungen der Hauptstadt und bei den intriganten Menschen aus den in seiner gewöhnlichen Gesellschaft bestanden geschoben habe. Er wurde infolgedessen auch berufen. Man sagt an, dass der Herr Baron von Knobelsdorf sein Nachfolger werden solle, ein Mann von geradem und freimütigen Charakter und großer Reichlichkeit. Dieser außerordentliche Gesandte kam bald in Paris an und überbrachte einen Brief des Königs von Preußen von 23. August. Diese Briefe enthielt die verwilligsten Ausdrücke und die vieligsten Erklärungen und der Kaiser beantwortete ihn aufrichtig und beruhigend. Am Tage nachdem der Kurier mit dieser Antwort abgegangen war, erfuhr man, dass mehrere für Frankreich beleidigende Lieder auf dem Berliner Theater gesungen worden seien, dass man sogleich nach der Abreise des Herrn von Knobelsdorf die Rüstungen verdoppelt habe und das obgleich am 7. erhielt das katholische Registrat einen Kurier von Mainz, der vom Fürsten von Benevent abgeschickt worden war und zwei wichtige Depeschen brachte. Die ein war ein 20-seitiger langer Brief des Königs von Preußen, welcher in der Tat nur eine elende Schmachschrift gegen Frankreich war, in der Art, wie sie das englische Kabinett von seinen Zeitungsschreibern um 500 Pfund jährlich machen lässt. Der Kaiser ließ ihn nicht so Ende und sagte den Personen, die ihn umgaben: Ich bedauere meinen Bruder, den König von Preußen. Er kann nicht Französisch. Er hatte dieses Machwerk sicherlich nicht gelesen. Diesen Brief war die berühmte Not des Herrn von Knobelsdorf beigefügt. Marschall, sagte der Kaiser so, Marschall Berthier, man hat uns auf den Achsen so einer Zusammenkunft eingeladen. Niemals hat ein Franzose bei einer Einladung, bei der die Ehre beteiligt ist, gefällt. Aber da man sagte, dass eine schöne Königin Zeuge des Kampfes sein will, so wollen wir höflich sein und nach Sachsen marschieren, ohne ins Bett zu gehen. Der Kaiser hatte recht, also zu sprechen, denn die Königin von Preußen ist bei der Armee als Amazone gekleidet, in der Uniform ihres Dragonregiments und schreibt täglich 20 Briefe, um den Brand auf allen Seiten anzufachen. Man glaubt, Armee das zu sehen, die in ihrem Irrsinn ihren eigenen Palast in Brand steckt, außer ihr glaubt, der
Prinz Louis von Preußen, ein junger Prinz von Tapferkeit und Mut, der von der Partei aufgereist ist, in den Wechselfall des Kriegs einen großen Ruhm erwerben zu können, nach dem Beispiel dieser zwei großen Pösseligkeiten. Schreite der ganze Hoffen nach dem Krieg. Aber wenn der Krieg mit all seinen Schrecken erscheinen ist, werden sie gerade entschuldigen, an ihm Schuh zu tragen und das Gewitter auf die friedlichen Länder des Nordens herbeigesorgen zu haben. Dann werden in natürlicher Folge der Unverständigkeit der Häuptlinge die Einstifter des Kriegs in nicht nur für unsinnige klären, sich Entschuldigung in Werfer gerufen zu haben und behaupten, sie hätten ihn zwar gewollt, aber zu einer anderen Seite sollten sie werden sogar die Schuld auf den König walzen, auf diesen rechtschaffenen Mann, den sie durch ihre Intrigen und ihre Kniffe betrot haben.